Hallo und herzlich willkommen bei Koch dich türkisch. Wir sind heute wieder für euch da. Ich bin der Orhan und das ist meine liebe Frau Orkide. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hoş geldiniz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute einen sehr leckeren Salat vorbereitet. Mhm. Etwas, was sehr frisch ist, sättigt, was man super gut variieren kann. Und zwar ein Rote-Bete-Salat mit Walnüssen, mit Weißkäse und mit Kichererbsen, genau, richtig. Genau, und darum ziehe ich mir schon mal die Handschuhe an. Genau, die Rote Beete, das ist zu empfehlen, dann die Handschuhe anzuziehen. Die Rote Beete haben wir schon vorgekocht, weil das dauert ja manchmal eine halbe Stunde bis zu einer Dreiviertelstunde, je nachdem, wie groß die Rote Beete ist. Ich würde mal so zwei mittelgroße, nicht allzu große Rote Beeten nehmen, einfach in viel Wasser reinlegen, kurz aufkochen und dann so 20 Minuten bis halbe Stunde, je nachdem, wie fest ihr die auch mögt, ein bisschen kochen. Rausholen. Ich habe die jetzt schon in kaltes Wasser eingelegt und Orhan schnappt sie sich gleich und aber schneidet die schon mal nicht klein. Nicht diese vorgefertigten, vorgekochten nehmen? Die kann man, also wenn es schnell gehen soll, kann man die nehmen, aber ich finde, dass die einfach vom Geschmack her nicht ganz so lecker und aromatisch sind. Und ich koche sie lieber gerne, dann weiß ich, es ist frisch. Ne? Und im Ofen? Im Ofen kann man sie auch machen. Oder? Ein bisschen mit Folie abdecken oder noch besser wäre sogar in so einem ganz kleinen Gefäß mit Deckel ein bisschen Wasser rein und dann, das dauert dann aber schon mal eine Stunde oder ein bisschen länger, je nachdem. Also könnte man zum Beispiel auch beim Grillen verwenden, ne? Also beim Grillen so nebenher. Geht auch, genau. Geht auch. Ich bin nur kein großer Freund von Alufolie. Genau, daher, ja, das. Dann haben wir hier die Rote Beete. Orhan, erzähl mal, hier die Kichererbsen. Genau, Kichererbsen. Du kannst mir in der Zeit ja die Rote Beete und den Salat schon mal holen. Wir haben hier schon vorgefertigte, gekochte Kichererbsen. Falls ihr aber sagt, ich möchte gar keine vorgefertigten Kichererbsen nehmen, sondern ich möchte es selbst machen, dann empfehle ich euch natürlich immer trockene Kichererbsen. Einen Tag vorher einlegen in ordentlich viel Wasser. Ja, also es kann ruhig doppelt so viel Wasser sein. Nimmt man am besten direkt ein ganzes Kilo in ein großes Gefäß rein. Am nächsten Tag, so circa 12 bis 24 Stunden später, macht man es, dass man das Wasser abschüttet, nochmal frisches Wasser rein in einen Kochtopf und dann mit Salz, Zucker und ein bisschen Kreuzkümmel, am besten Kreuzkümmelsamen, direkt kochen, ordentlich kochen, zwischendurch mal probieren, ob die schon weich sind. Und wenn sie weich sind, dann sind sie gar. Dann einmal das Wasser abgießen. Das ist auch gutes Wasser, um dann zum Beispiel eine Suppenbindung zu machen oder andere Sachen. Das könnt ihr auch zur Seite stellen und nochmal ein bisschen reduzieren. Aber ganz wichtig dann, damit man so ein bisschen die Haut abkriegt, weil die Haut ist das, was ein bisschen dazu führt, dass der Magen ein bisschen mehr arbeiten muss. Einmal kaltes Wasser rein und dann mit der Hand einmal so durchreiben und dann kommen die ganze Haut von den Kichererbsen nach oben und dann kann man die einfach abschöpfen und dann ein bisschen für den Salat verwenden und den Rest einfach in die Tiefkühltruhe in ein Säckchen rein und wenn ihr Lust habt auf einen Kichererbsensalat oder was Gekochtes, dann einfach aus der Tiefkühltruhe nehmen und sofort verwenden. Genau, das sind immer ein bisschen leckerer, finde ich auch, als so Dosenkichererbsen. Daher empfehlen wir immer, so direkt ein Kilo zu kochen und einzufrieren. Das schmeckt wirklich viel besser, kann ich sehr empfehlen. Das gilt übrigens auch für andere große Hülsenfrüchte. Ich habe hier schon mal meine frische Minze, die ich im türkischen Supermarkt gekauft habe. Das ist die Nana-Minze, die ist nicht ganz so pfefferminzig, sage ich mal. Daher würde ich immer empfehlen, die Minze im türkischen Supermarkt zu kaufen. Habe ich schon mal abgezupft und jetzt schneide ich die einfach mal so grob in Streifen. Das ist für meine Soße, die ich jetzt hier gleich anrühren werde, so eine Art Vinaigrette. Die rühre ich aus Zitronensaft, ein bisschen Olivenöl, frische Minze kommt da rein für dieses schöne, frische, minzige Aroma. Dann ein bisschen Chiliflocken, Salz, Pfeffer. Und das war es dann eigentlich schon. Knoblauch habe ich noch dabei. Das kann man theoretisch weglassen. Ich mag aber dieses knoblauchige Aroma sehr, sehr gerne. Das werde ich jetzt gleich mit Salz zerreiben und zeige euch auch, wie ich das mache. Ist ja auch nur ganz wenig Knoblauch, ne? Genau, richtig. Ja, ich mache schon mal hier die Rote Beete, einfach mit dem Schälmesser. Ne? Ja. Wenn sie gerade frisch aus dem Topf kommt und noch mal so lauwarm ist, dann kann man auch die Haut so direkt abziehen. Genau. Aber das geht ganz gut hier mit dem Schälmesser. Mhm. So.
vorne. Das mit dem Knoblauch über Salz reiben oder das gleiche kann man auch im Mörser machen. Also einfach den Knoblauch rein, etwas grobes Salz drüber und dann mörsern, dann kriegt man ungefähr dasselbe Ergebnis. Empfehlen die Köche auch sehr, weil die sagen, durch das Salz wird das flüchtige Aroma im Knoblauch festgehalten. Mhm. Das ist nicht wie bei einer Knoblauchpresse, wenn man das so durchpresst, dann oxidiert das ganz schnell und die schönen flüchtigen Aromastoffe gehen verloren. Daher soll man das mit Salz zusammen machen. Und man kann das auch einfach mal so grob klein hacken, so wie ich das jetzt gerade mache. Oder wie gesagt im Mörser. So, da haben wir es. Kann man ein bisschen Salz drüber machen. Entweder nimmt man jetzt normales Haushaltssalz, wie ich das jetzt tatsächlich machen werde, oder grobes Handsalz, Salzflocken gehen super. Ne? Mhm. Und dann mit einem breiten Messer, ich arbeite gerne mit dem kleinen, einfach so draufdrücken, mit drei Fingern richtig fest draufdrücken und ziehen, sodass der Knoblauch zerrieben wird. Und das machen wir so lange, immer wieder wie eine Schafsherde zusammentreiben und wieder zerreiben. Richtig fest drücken und ziehen, drücken und ziehen. Und das macht man so lange, bis aus dem Knoblauch quasi nur noch eine Soße. So eine Paste, ne? Paste ist, genau. Die dann, da kann man dann nicht auf so Stücke drauf beißen. Das finde ich auch sehr attraktiv. Ja. Einfach mit den Fingern wirklich fest draufdrücken und ziehen. Und das machen wir so lange, bis wir eine schöne, feste, also eine sehr, sehr flüssige Paste haben. Paste, sozusagen. Ne? Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, du, ich habe die rote Beete schön in Streifen geschnitten. Ja. Soll ich die noch einmal in der Mitte schneiden? Ja, schneid sie ruhig noch mal einmal in der Mitte. So. Genau, dann hat man so handliche Stücke. Na, die sind mundgroß dann. Genau, richtig, genau, gut. Wunderbar. Dann lege ich die schon mal hier rein. So, mit einem großen Messer würde das natürlich auch besser funktionieren, aber... Ich probiere schon mal eine. Ja, ich mag ja rote Beete total gerne. Es gibt viele Leute, die nicht mögen. Da kann ich immer nur empfehlen, ruhig ein bisschen schärfer zu würzen. Ich mag zum Beispiel dieses etwas süßliche Aroma von der roten Beete nicht so gerne. Deswegen würze ich gerne ein bisschen schärfer und dann passt das wunderbar. Und das ist jetzt mit dem Knoblauch so ein bisschen, ne? Ja, der Knoblauch und ein bisschen Chili mache ich ja auch rein. Man kann auch ein bisschen mehr Pfeffer reinmachen. Also dieses schöne pfeffrige Aroma passt da sehr gut zu. Probiert das ruhig aus. Also probiert immer wieder auch mal andere Gerichte mit dem jeweiligen Gemüse, das ihr eigentlich nicht mögt. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, hier ist meine Paste schon fertig. Und die kommt auch hier rein. So, ich mache jetzt hier die Karotte weiter in der Zwischenzeit. Wunderbar. Karotte kommt hier dazu, einfach schälen und, genau. Und Scheibchen rausmachen. Richtig, ne? Richtig, genau. Alles klar. Genau, dünne Scheibchen. Das geht wirklich wahnsinnig schnell. Das mit der roten Beete und die Kichererbsen, das kann man vorkochen, vielleicht einen Tag vorher. Oder wie gesagt, hat man schon vielleicht schon in der Kühltruhe. Und daher ist das auch so ein Gericht, was schnell geht. Man kann das gut mit zum Essen in die Kantine, also mit ins Büro nehmen. Also braucht man nichts von der Kantine holen. Man kann das gut essen, wenn man auf Diät ist, weil das sättigt durch die Kichererbsen auch so ein bisschen. Ne? Ist fast so ein kleines Mittagessen. Kann man auch zum Ramadan ganz gut, ne? Also zum Abendessen, ne? Bis es nochmal wirklich am nächsten Tag nochmal die Energie gibt und die Vitamine. Aber bei Kichererbsen wissen ja auch viele gar nicht, das sind Proteine. Ne? Ja. Also die geben nochmal den ganzen Tag Kraft. Ja. Da kann man sich nochmal richtig Energie holen. Gerade wenn man wenig Fleisch essen möchte, dann sind Kichererbsen das bewährte Produkt, um den Proteinhaushalt ein bisschen ins Gleichgewicht zu kriegen. Definitiv. So, definitiv. Scheibchen. Und er sieht auch gut fürs Auge. Also die Farben gleich, ihr werdet sehen und mir hoffentlich gleich recht geben. So. Da bin ich jetzt fertig mit. Mhm, genau. Jetzt muss ich noch zugucken. Genau. So, jetzt kommt hier noch das Olivenöl rein. Ich nehme jetzt hier etwa 3 bis 4 Esslöffel. Genau, das tut dem ganz gut. Ein bisschen Zitrone habe ich eben schon reingemacht. Jetzt kannst du gerne mal so einen halben Teelöffel von der Minze mir einmal geben. Genau. Gib mir mal die Minze. Hier, Entschuldigung, von den Chiliflocken. Minze habe ich ja schon. Hast schon drin, ne? Genau. Salz und Pfeffer kommt jetzt noch ein bisschen rein. Wie gesagt, meine Chiliflocken sind nicht sehr scharf. Ich kann auch ein bisschen mehr nehmen davon. So. Aber das ist ja die Schärfe, von der du gerade gesprochen hast. Ja, jeder mag, wie würzt, wie ihr wollt. Also wer es unbedingt nicht möchte, der kann es natürlich auch weglassen. Ne? Pul biber heißt es auf Türkisch. Genau, ne? Richtig. Pul biber, kleine Chiliflocken.
So, und ein bisschen von dem Pfeffer, frisch gemahlen, schmeckt natürlich auch wunderbar. Ich habe es mir jetzt ein bisschen einfacher gemacht, damit es schneller geht. So, und das war es eigentlich schon. Also ich meine, das ist schon die Vinaigrette quasi, die wir jetzt brauchen. Soll ich den Salat holen? Genau, gerne. Das war es schon. Beim Salat nehmt einfach, was ihr da habt. Ich lege das auch eben mal zur Seite. Guck mal, frisch gewaschen. Genau, richtig. Ich habe jetzt hier so einen Wildkräuter, alles mögliche Salat. Nehmt einfach, was hübsch aussieht in euren Augen. Ihr könnt auch die rote Beeteblätter nehmen. Ihr könnt ein bisschen Mangoldspinat mit da reinmischen. Wildkräuter passen wunderbar. Junger Spinat passt auch gut. Junger Spinat passt sehr gut. Also, oder wenn man einfach noch mal so ein bisschen Salat übrig hat vom Vortag oder so, ja, dann kann man das ja damit anreichern. Ne? Genau, wunderbar. Einfach so, dass es ein bisschen hübsch aussieht. Ein bisschen arrangieren. Ich nehme gerne für Salate solche, Servierplatten, nicht so große, tiefe Schalen, weil ich finde, da kann man das nochmal optisch so ein bisschen hübscher aufbereiten. Das kannst du schon wegnehmen, genau. Genau, jetzt verteilen wir einfach ein bisschen darauf unsere rote Beete. Das können wir auch mit der Hand so. Ein bisschen von allem überall drauf. Dann machen wir, genau, hopp. Da hätten wir auch zwei Schalen, glaube ich, nehmen können bei der Menge. Ne? Naja. Jetzt nur so eine relativ kleine Schale. Aber da werden auch locker so zwei, drei Leute von satt. Wenn man das für sich alleine im Büro haben möchte, reicht wahrscheinlich auch die Hälfte von dem Rezept. Da guckt ihr einfach mal. Soll ich die schon mal klein machen? Oder willst du das direkt drüber machen? Das machen wir gleich als letztes drüber, okay, damit das schön knackig bleibt. Hier haben wir auch schon den Weißkäse, schon in Würfel geschnitten einfach. Und den können wir auch entweder so zerbröseln oder so ein bisschen ganz darüber verteilen. Ich mache das immer gerne mit der Hand. Ich finde, das ist dann relativ schnell gemacht. Und so Jamie Oliver-Style bisschen. Aber ich mag das. Ja, das gehört dazu. Wenn die Hände da nicht da reinkommen, in der Küche muss man immer mit den Händen arbeiten. Schmeckt es immer nur halb so gut. Jetzt kommen die Kichererbsen. Genau, die Kichererbsen noch dazu. Da könnt ihr auch ruhig mehr von nehmen. Ne? Man hätte jetzt unten drunter noch eine Lage nehmen können. Wir nehmen hier jetzt noch ein bisschen was drüber. Jetzt das haben wir von allen etwa die Hälfte verbraucht. Genau. Und jetzt gieße ich einmal die Soße darüber. So. Sieht ganz gut aus. Das würde ich hoffen. Also bei den schönen Farben, ne, kann ja, ja auch nur... Ich bin jetzt schon ganz gespannt. Ich nehme mir hier schon mal meine Tellerchen. So, kannst mir ruhig noch mal hier so ein, zwei rote Beeten für oben drüber geben. Na gut. Damit die rote Farbe unten ist zu sehen und oben vielleicht auch noch ein paar. Ne, so. Ja, dann die Walnüsse. Die zerkleinere ich wirklich nur so mit der ganz Hand, grob, ja? Ganz grob. Das ist ein Handsalat. Genau, genau, kann man auch so. Alles die, mit die Türken gemacht. Nennen gerne ihre, die das Essen so, wie es so passt. Also es könnte jetzt tatsächlich auch Elle-Salat sein oder was weiß ich was. Ein Handsalat. So, meine Lieben, eigentlich ist schon alles angerichtet jetzt. Das geht wahnsinnig schnell, wie ihr seht. Es sättigt. Ich ziehe es mal ein bisschen hier rüber. So, eine Gabel und genau, hier für dich eine dabei, richtig. Ich nehme jetzt nochmal hier als wie Salatbesteck sozusagen. Nur eine kleine Portion. Und gib dir einfach mal so eine kleine Portion von hier. Oder umgekehrt, warte. So. Ja, passt doch. Noch ein bisschen nee, von dem. Weißkäse habe ich noch, alles klar, gut. So. Ich mache mir jetzt mal so einen kleinen Sandwich. Genau. Und dann kann man schon anfangen zu essen. Es geht wirklich wahnsinnig schnell. Schmeckt lecker, ist sehr, sehr gesund. Naja, nicht schlimm. Hast du? Ja. Ich habe ein bisschen geschlappert, aber das ist nicht schlimm. Ist ja ein Handsalat. Kann man ja mit den Händen einsammeln. Genau. Fertig ist der Salat. Afiertosum. Macht euch den auf jeden Fall und wie gesagt, variiert den auch ruhig. Ihr könnt auch ein Joghurt-Dressing dazu machen, wie wir es gemacht haben mit Zitrone. Man kann statt Zitrone Rotweinessig nehmen, das sieht auch sehr, sehr lecker aus und schmeckt gut. Probiert ihn einfach aus und
Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Guten Appetit. Sehr lecker. Elena sagt, ich wünsche meiner Frau Gesundheit deinen Händen. Afiatosun. Das sagt man nicht nur, weil sie es mit den Händen gemacht hat, das sagen wir generell immer. Wenn es sehr gut schmeckt. Elena sagt, Hoşçakalın. Ich wünsche euch was. Ich esse jetzt weiter. Bis bald. Tschüss.